Zahlreiche Besucher haben sich am Sonntagnachmittag beim Familienaktionstag des Präventionsrats der Gemeinde Bockhorn informiert und amüsiert. Sie tummelten sich an den zahlreichen Ständen unterschiedlicher Vereine und Institutionen auf der Langstraße sowie Gartenstraße. Die Polizei kooperierte mit der Verkehrswacht. Gemeinsam boten sie eine Fahrradregistrierung an. Hoch im Kurs, vor allem bei den jungen Besuchern, stand das Löschauto der Freiwilligen Feuerwehr Bockhorn. Ein buntes Bühnenprogramm sorgte für Unterhaltung. Nach einem ökumenischen Gottesdienst, mit dem der Aktionstag eröffnet worden war, traten die Musik- und Showband, der Shantychor, die Musikschule Fröhlich, der Chor der Grundschule Bockhorn, die Trommelgruppe des TV Grabstede sowie die Sängerin Vanessa Benjamins und die Jazz-Tanzgruppe des TV Bockhorn auf.